Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Vera Jochum und ich bin freischaffende Künstlerin. Hier in diesem Video zeige ich dir heute, wie du ganz einfach mittels eines Kugelschreibers eine Zeichnung oder andere Vorlage auf eine Jellyplatte für einen Transferdruck übertragen kannst. Ich habe hier einfach ein Foto einer meiner Zeichnungen ausgedruckt und fahre nun sämtliche Konturen, die ich später auf dem Druck auch sehen möchte, kräftig mit einem Kugelschreiber nach. Wenn du das gemacht hast, kommt eine dünne Schicht dunkler Farbe auf die Jellyplatte, die du recht zügig, aber dünn auftragen solltest. Zügig aus dem Grund, dass sie nicht antrocknet, während du noch am Arbeiten bist und somit den Druck nicht übernimmt. Und nicht zu dick, damit man nachher auch wirklich die Linien erkennt, die ja doch sehr fein sind bei dieser Technik. Und wenn das gemacht ist, positionierst du deine Vorlage und mit ganz zartem Druck presst du diese dann auf die Jellyplatte und achte hier wirklich drauf, dass du gerade dort, wo das Motiv ist, nicht zu fest drubbelst, sonst wird man nachher nichts mehr erkennen davon. Nachdem man dann die Vorlage von der Gelplatte wieder heruntergenommen hat, kann man hier ganz gut erkennen, dass etwas zu viel von der schwarzen Farbe um das eigentliche Motiv herum stehen geblieben ist. Das nehme ich ganz einfach mit einem Stück Tape ab, und zwar so, bis mir das, was auf der Gelplatte übrig ist, gefällt. Für das, was ich hier vorhatte, habe ich dann einfach noch kleine Teile der Zeitung um das Motiv herum platziert, um die Schrift mit abzunehmen. Allerdings nicht bedacht, dass wenn keine Farbe mehr auf der Gelplatte ist, diese Schrift auf der Gelplatte stehen bleibt. Also die werde ich wohl jetzt für eine längere Zeit da drauf haben. Allerdings druckt sie sich nur einmal mit auf ein Motiv ab. Insofern macht das weiter nichts. Nachdem das nun alles gut getrocknet ist, arbeite ich einfach das Motiv, das ich auf der Gelplatte habe, noch etwas mit Farbe aus. Das Ganze lasse ich dann auch wieder gut trocknen und dann kann man beginnen, den Hintergrund zu gestalten.
Wenn dir das gefällt, was du hast, musst du auch hier gucken, dass das wirklich gut durchgetrocknet ist, bevor du weitergehst. Und nun, um den ganzen Druck abzunehmen, auf das endgültige Papier eine helle Farbe aufträgst. Das kannst du auch im Prinzip mit einem transparenten Acrylbinder machen, aber ich habe mich jetzt hier halt für so ein helles Beige entschieden. Nachdem man diese Schicht Farbe schön gleichmäßig verteilt hat, legt man in die noch feuchte Farbe das Papier und presst und drückt es gut an, sodass man wirklich sicher ist, dass man sämtliche Bereiche des Motivs auf der Gelplatte mit kräftigem Druck mit den Fingern oder mit einer Walze abgenommen hat. Und ich lege immer noch ganz gern für 5 bis 10 Minuten so ein dickes Buch auf, bevor ich dann das Papier von der Gelplatte löse, was man ein bisschen vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl machen sollte. Und wie du siehst, ist hier das komplette Motiv wunderschön abgenommen und die Gelplatte quasi sauber in dem Moment, wo ich das Papier runtergezogen habe. Dieses fertige Motiv gehe ich jetzt wirklich nur noch minimal nacharbeiten mit einem Pinsel, zum Beispiel das Helle des Höschens oder etwas um die Augen und die Lippen, was etwas undeutlich war, aber wirklich nicht zu viel, weil es soll ja der Charakter des Druckes erhalten bleiben. Und ich drückte die Daumen, dass es auch klappt. Sei nicht ungeduldig. Bei mir hat der erste Druck auch nicht geklappt. Man muss da ein bisschen experimentieren und probieren. Aber ich wünsche dir echt viel Spaß damit. Macht Laune. Ciao.